In diesem Unboxing setzen wir endlich mal wieder einen E-Scooter vom Discounter ins Rampenlicht. Und zwar den Dogreen EVA 6000, auch bekannt als Lidl-Roller. Wir packen ihn gemeinsam aus, verschaffen uns einen ersten Eindruck, ja, und schauen mal, wie viel E-Scooter man hier für unter 300 Euro geboten bekommt. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Hentec. Ich bin Henne und auf meinem Kanal geht's um E-Scooter, E-Mobilität und alles, was Spaß macht. Wenn dich das interessiert, dann lass doch jetzt einfach ein Abo da, denn dann verpasst du keine weiteren Videos von mir. Der EVA 6000 wird aktuell zum absoluten Kampfpreis von nur 290 Euro bei Lidl angeboten. Solltet ihr das Angebot verpasst haben, habe ich am Schluss noch einen Tipp für euch, wie ihr vielleicht trotzdem an dieses Modell kommen könnt. Hinter der Marke Dogreen verbirgt sich der österreichische Importeur KSR, der in der Vergangenheit auch schon Segway Ninebot-Modelle in den Verkehr gebracht hat. Ja, auf der Rückseite der Verpackung finden wir dann auch die technischen Daten. Zum Lesen jetzt einfach kurz das Video pausieren. Ansonsten finden sich hier auf der Verpackung einige Bilder zu den Produkt-Highlights, wie hier dem farbigen LCD, allerdings ohne Tempomat und ohne Bluetooth. Ja, und hier natürlich das Killer-Feature dieses Rollers, der Akku im Trittbrett, der einfach entnommen werden kann, da bin ich schon richtig drauf gespannt. Ja, und zum Schluss die Honeycomb-Reifen und die Scheibenbremsen, soweit erstmal nichts Besonderes. So, nun haben wir auch genug auf den Karton gestarrt und packen das Ganze mal aus. Ja, neben etwas Plastikverpackungsmaterial kommt dann hier auch schon unser E-Scooter zum Vorschein. Und wie immer werfen wir erstmal einen Blick auf das mitgelieferte Zubehör. Das ist natürlich hier die Datenbestätigung, mit der ihr eure Versicherung abschließen könnt. Und natürlich auch eine Bedienungsanleitung sowie allerhand Informationen zur Garantieabwicklung. Diese läuft ausschließlich über die KSR Group in Österreich. Mit dabei natürlich die Schrauben und passende Innensechskant zur Montage des Lenkers und des Kennzeichenhalters. So, dann haben wir hier noch das Netzteil im Lieferumfang. Das Netzteil liefert 1,8 Amperestunden und braucht dann etwa, ja, so roundabout 5 Stunden, um den Akku wieder vollzuladen. Zu guter Letzt finden wir dann hier noch die Kennzeichenhalterung. Diese muss am Roller mit 2 Schrauben fixiert werden. Der viele Schaumstoff ist vielleicht nicht die ökologischste Lösung, hat den Roller beim Transport aber gut vor Kratzern geschützt. Und damit können wir dann jetzt auch schon mit dem Aufbau beginnen. Ich klappe hier mal die Lenkstange samt Lenker hoch und ihr seht, das sind also zwei Teile, die man jetzt miteinander verschrauben muss. Dabei unbedingt auf die kleinen filigranen Stecker achten, richtig rum einstecken. Und dann wird es so ein bisschen tricky, im Lenkerrohr stecken nämlich schon relativ viele Kabel. Die müsst ihr dann alle sorgfältig nach unten drücken, dass nichts zwischen den Verschraubungen eingeklemmt wird. Ja, und dann steckt ihr einfach den Lenker ins Lenkerrohr, das geht relativ einfach. Entfernt noch den übrigen Schaumstoff, ja, und könnt jetzt das Ganze verschrauben. Und im Gegensatz zu vielen anderen Rollern wird hier der Lenker mit 6 Schrauben gesichert. Ab Werk leider alle ohne Schraubensicherungslack, hier also in Zukunft regelmäßig mal den korrekten Sitz der Schrauben prüfen. Ja, und wenn das passiert ist, dann ist es jetzt auch an der Zeit, den Roller mal hier aus seinem Gefängnis zu befreien. Dazu hebe ich ihn jetzt einfach mal komplett aus dem Karton heraus. Das ist immer so ein bisschen fummelig, mit 2 Personen geht das einfacher. Ja, und da haben wir ihn auch schon, den Dogreen EVA 6000, auch bekannt als Lidl-Scooter. Ja, wie sich seine 8,5 Zoll Luftkammerreifen dann in der Praxis schlagen, das erfahrt ihr schon ganz bald in unserem Praxistest. Abonnenten werden automatisch benachrichtigt. Werfen wir nun einen kleinen Blick auf das Chassis, auf die allgemeine Verarbeitung. Ja, und was soll ich sagen? Schaut selbst! In Sachen Design und Verarbeitung gibt es nämlich tatsächlich recht wenig zu meckern. Die Schweißnähte sind wirklich hervorragend. Das angeraute, mattschwarze Aluminium macht einen wertigen Eindruck. Lediglich ein paar kleine Schönheitsfehler, wie hier dieser beschädigte Gumminippel, schmälern das ansonsten sehr ordentliche Bild. Äußerst solide wirkt auch der neue Klappmechanismus, den wir in dieser Form auch schon vom Ninebot G30D kennen. Ein bisschen aufpassen müsst ihr lediglich auf die kleine Plastiknase, die ganz gerne mal abbricht. Auch eine weitere bekannte Schwachstelle wurde optimiert, der Kotflügel wirkt wirklich gut mit 3 Schrauben gesichert und auch die zusätzliche Metallstrebe ist wieder vorhanden. Der Frontscheinwerfer sitzt nun oben am Lenker, die Kabel sind unsichtbar verlegt, das gefällt mir insgesamt schon ganz gut, auch wenn es noch keine vollständige Integration in den Lenker darstellt. Der Lenker kommt insgesamt clean und aufgeräumt daher, das finde ich wirklich ansprechend. Er ist leider weder höhenverstellbar noch klappbar. Die gummierten Griffe liegen gut in der Hand, verströmen aber einen ziemlich unangenehmen Geruch.
Ansonsten sind alle Elemente des Lenkers ordentlich verarbeitet. Daumengas und auch die Daumenbremse haben einen guten Anschlag und ich bin schon richtig auf den Praxistest gespannt. Denn besonders im Bereich der Bremsen hatte sich der Vorgänger einige Patzer geleistet. Die Bedienung des E-Scooters erfolgt über einen einzigen Knopf, mit dem ich den Roller einfach auch direkt einschalten kann. Ich sehe dann Geschwindigkeit und Akkustand und den gewählten Modus, der sich mit einem Doppelklick wechseln lässt. Wir haben hier einen 15 km/h und einen 20 km/h Sportmodus. Außerdem lässt sich mit dieser Taste das Licht ein- und wieder ausschalten. Die Glocke ist hier fortan direkt in den Bremsgriff integriert. Apropos Bremse, ja, mit der Bremse lösen wir wie bei vielen Rollern dieser Klasse eine mechanische Scheibenbremse aus. Hier erwarte ich eigentlich in der Praxis keine größeren Überraschungen. Eine echte Überraschung, die erwartet uns jedoch beim Blick aufs Trittbrett. Das ist angenehm gummiert und man sieht es hier, es verbirgt sich ein kleines Geheimnis darunter. Ja, und das lüfte ich jetzt mit euch. Wir brauchen dazu hier diese Schlüssel, die so ein bisschen versteckt an den Kabelzuführungen festgemacht sind. Ja, und stecken die hier in das vorgesehene Schloss. Drehen um und... Wie von Geisterhand fährt der Griff des Akkus aus, der sich entnehmen lässt und ein Teil des Trittbretts darstellt. Pfiffig gelöst. Wie wir hier sehen, bringt der EVA 6000 ein 36-Volt-System mit und der Akku fasst 7,5 Ampere-Stunden. Was das für Reichweite und Steigfähigkeit bedeutet, ja, das schauen wir uns natürlich im späteren Praxistest an. Hier seht ihr nochmal die von einer Gummilippe geschützt liegenden Anschlüsse des Akkus. Die entsprechenden Gegenstücke hierzu finden sich natürlich im Gehäuse des Rollers. Ja, und wie ihr hier schon sehen könnt, liegen diese frei und sind damit natürlich bei entnommenem Akku der Witterung ausgesetzt. Überschüssiges Wasser kann jedoch durch die Bodenplatte ablaufen und bei eingesetztem Akku ist dieser Bereich Spritzwasser geschützt. Das Aufladen ist nicht nur direkt am Akku möglich, nein, man hat hier mitgedacht, sondern auch über einen zweiten Ladeport am Fahrzeug. Richtig cool. Vom Handling haben wir es hier auf jeden Fall schon mal mit einem der interessantesten Akkusysteme zu tun, die ich je bei einem E-Scooter gesehen habe. Die Gewichtsverteilung, die Mechanik, all das macht hier wirklich einen guten Eindruck. Ob der E-Scooter mit seinem 350 Watt Frontmotor in der Praxis aber das leistet, was er hier heute verspricht, ja, das finde ich für euch in den nächsten Tagen heraus. Ein Blick hier auf den Tacho im Leerlauf lässt nämlich schon die ersten kleinen Zweifel bei mir aufkommen. 19 bis 20 km/h ganz ohne Last lassen mich nämlich ein wenig nachdenklich werden. Schreibt doch jetzt einfach mal in die Kommentare, wie euch der EVA 6000 heute gefallen hat und vor allem, was wir im Praxistest alles testen sollen. Bis es soweit ist, habe ich euch oben nochmal den Test des Vorgängers ESA 5000 verlinkt, hänge unseren Dockreen jetzt hier ans Ladegerät, ja, und freue mich dann schon richtig drauf, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bleibt gesund, fahrt vorsichtig und wir sehen uns dann schon bald wieder hier bei Handtech. Wer das Angebot bei Lidl verpasst hat, hält einfach mal bei anderen Unternehmen der Schwarzgruppe Ausschau. In der Vergangenheit hat auch Marktkauf einen baugleichen Roller angeboten oder auch ATU.